Hallo und willkommen zu einer neuen Top 10 Liste. Diesmal, wie es ja schon im Titel wahrscheinlich ja steht, meine 10 liebsten Superhelden-Serien. Ja, darunter sind gemischt Marvel und DC-Serien. Das waren ja das eigentlich meiste Mal getrennt, die Sachen, aber ich dachte mir jetzt so, da kannst du eben ruhig das mischen. Das geht schon. Aber naja, ich werde jetzt einfach anfangen. Auf Platz 10 habe ich Marvel's Agent Carter. Ganz nett, wenn man Captain America The First Avenger mochte, dann ist das mit denjenigen das sehr gefallen. Das spielt halt praktisch fast direkt danach, nachdem Captain America verschwunden ist. Und was halt Peggy noch so macht, weil sie ist dann ja auch, sie hat da viele Aufgaben. Dann macht sie halt sowas mit, so Sachen mit Howard Stark und hat ein paar Aufträge mit Jarvis, der da noch ein richtiger Butler ist und kein Computer. Und das ist eigentlich eine ganz nette Serie. Kann man mal machen, wenn man Lust drauf hat, kann ich aber auch verstehen, wenn manche Leute sagen, oh nee, das ist nicht so meins, muss man halt nicht machen. Aber ich finde, es gehört zum MCU. So, dann auf dem 9. Platz habe ich die CW-Serie Constantine. Gehört ja auch zum Arrowverse, wohl ja sehr kleiner, weil ja nur die erste eine Staffel gab es und dann wurde es ja abgesetzt, weil die nicht so gut ankam. Aber Constantine kommt zum Glück dann ja bei Arrow mal vor und wird wahrscheinlich irgendwann auch nochmal vorkommen. Und ich fand den wirklich cool. Also damals den Film Constantine mit Keanu Reeves mochte ich nicht. Aber der Schauspieler hat das sehr gut rübergebracht. Erstens war er blond. Dann hat er ja noch so einen irischen, britischen Akzent. Und ja, der hat das einfach gut gespielt und ist die Figur auch gut beschrieben. Und die Serie war halt ganz ordentlich, so halt, wie ich mir halt eigentlich so eine Konstantin-Serie vorstelle. Also anders hätte ich sie gar nicht gemacht. Aber ja, kann man machen. Bringt jetzt aber auch nicht viel, wenn man das jetzt nur gucken will, weil es vielleicht wichtig ist für das Arrowverse. Das ist jetzt nicht wirklich, aber Konstantin ist cool. Dann auf dem 8. Platz habe ich Legends of Tomorrow, jetzt aber eigentlich mehr wegen der zweiten Staffel, weil die erste Staffel ist nicht so gut. Die zweite Staffel ist jetzt wesentlich besser, weil ja auch die Gegner so Reverse Flash, Malcolm Merlin und Damian Dark sind und ja, die sind eigentlich sehr cool als so ein Trio. Am meisten Reverse Flash natürlich. Natürlich kann man jetzt nach einer, würde ich jetzt schon sagen, austauschbar und so weiter, und die haben auch Ende der ersten Staffel großen Fehler gemacht, meiner Meinung nach, aber naja, mal gucken, was noch draus wird. Aber eigentlich eine nette Serie. Dann auf dem 7. Platz habe ich Marvel's Luke Cage. Luke Cage ist ein cooler Typ eigentlich. Spielt dann ja auch in New York, in der kleinen, im Ort Harlem. Ist praktisch irgendwie so ein schwarzen Ort. Irgendwie, ich weiß nicht, das hört sich jetzt irgendwie auch ein bisschen rassistisch an, aber ja, das sind halt ja hauptsächlich Farbige. Aber das ist ja auch egal. Die sind trotzdem alle cool. Cottonmouth als Gegner. Der ist wirklich cool. Man muss aber sagen, ich mag mehr die erste Hälfte der Serie, weil Mitte der Staffel, da passiert was ich als dumme Idee sehe, und die zweite Hälfte fand ich dann schwächer. Trotzdem eigentlich eine ordentliche Serie, kann man machen, muss man nicht, aber gehört halt zu den Netflix-Superhelden-Serien. Und wer halt das alles komplett haben möchte mit den MC und so weiter, gehört da dazu, und ich finde es trotzdem gut. Dann jetzt auf dem 6. Platz habe ich Jessica Jones. Das ist ja jetzt schon auf dem Markt. Luke Cage ist leider ja noch nicht so normal erhältlich im Laden, aber Jessica Jones. Jessica Jones fand ich einen kleinen Tick besser als Luke Cage ist halt ein bisschen schlechter, weil wegen dieses, was ich gerade meinte, mit dieser erste Hälfte ist gut, zweite Hälfte ist nicht so gut. Und hier ist das halt konstant, bleibt es gleich. Und der Gegner, der ist richtig cool. Der Purple Man, der ist wirklich cool. Das spielt ja auch richtig auf ihre Psyche ein, und
Ja, das ist sehr cool. Jessica Jones ist eine harte Sau. Ich mag ihren Charakter weniger. Die ist ein bisschen, ja, wie soll man das nennen? Ein bisschen bockig und ja, stur. Aber trotzdem eine gute Serie, gut gemacht eigentlich. Dann auf dem fünften Platz habe ich die Serie Agent of Shield. Ich finde die persönlich eigentlich recht wichtig für das ganze MCU, weil es halt solche bei Age of Ultron zum Beispiel mehr Sinn macht, was am Anfang passiert, wenn man Age of Shields gesehen hat. Oder na gut, mehr Sinn, sondern es macht irgendwie, ich weiß nicht, macht es irgendwie mehr Spaß, das alles zu sehen, also diese Connection. Und insgesamt mit den Inhumans und dann jetzt ja auch ganz neu Ghost Rider, finde ich sehr cool. Dann, und was ich noch sagen will, Phil Coulson ist einer der besten Agenten auf der Welt. Besser als James Bond. So, dann auf dem vierten Platz habe ich Arrow. Arrow war von der ersten, ja, eine, was heißt, bis 1 und Staffel 1 und 2 waren noch richtig stark. Dritte mit Ra's al Ghul ging dann ab. Vierte war dann auch so, lala. Die fünfte geht jetzt wieder ein bisschen, also, wird ein bisschen besser. Trotzdem ist der erste Staffel mit Marco Merlin als Gegner am besten, ja, gut, und die zweite Staffel finde ich persönlich am besten, weil Deathstroke der Gegner ist. Natürlich muss man immer sagen, ein bisschen geklaut von, immer wieder ein bisschen geklaut von Batman und die Art auch von Arrow. Also ich war, irgendwie war das so, ich habe die Serie geguckt, bevor ich irgendwas comic-mäßig gelesen habe, ne? Ich glaube 2012 hat das ja angefangen. Ich habe das angeguckt, fand den cool, ne? Und dann hole ich mir mal einen Comic und war irgendwie, also natürlich ist nicht schlecht, aber wenn man nur die Serie kennt und dann das Comic liest, ist man total enttäuscht. Weil ich habe mir dann Green Arrow Year One habe ich gelesen. Und ja, das war dann irgendwie so, hä? Der hat doch voll ganz einen anderen Charakter und so weiter. Aber das bemerkt man. Ja, der Oliver in, also der Arrow in der Arrow-Serie ist eher an Batman angelehnt. Er ist düster, sehr düster. Halt, ja, ein bisschen Playboy, hat halt viel Money. Ja. Und dann hat er auch noch so Gegner wie Ra's al Ghul und Deathstroke, die eigentlich zu Batman gehören. Naja. Trotzdem finde ich, das tut eine coole Serie. Dann auf dem dritten Platz habe ich Gotham. Und es liegt eigentlich hauptsächlich an Jerome Valeska. Jim Gordon ist natürlich auch cool. Und auch Barbara. Oh, Barbara ist cool. Barbara. Aber Jerome Valeska ist der Beste. Oh, der ist der beste Joker. Auch wenn es nicht der echte Joker ist, aber jeder weiß, was es ist. Praktisch so eine alternative Version für Jokers. Und der ist so cool, der macht das so gut. Cameron Mulligan, das ist ein grandioser Schauspieler, der sollte einen Oscar bekommen. Also, ich finde es schon eher als Leonardo DiCaprio. Also, oh, genial. Gotham ist eine wirklich gute Serie, hat bis jetzt ja 3 Staffeln. Also, nein, nicht ganz 3 Staffeln, fast 3 Staffeln und wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre gehen. Sehr cool. Ja, und dann halt auch Bruce. Wird dann auch da, ist ja auch dabei, aber halt noch, ich glaube, 14 bis 14, 16 ist er da ja irgendwie. Und ja, Rat der Eulen kommt auch mal vor. Ist sehr cool. Auf dem zweiten Platz habe ich dann The Flash. Ja, Arrow war schon recht cool, aber dann kam The Flash und das war wirklich noch besser, weil auch Reverse Flash war ein richtig cooler Gegner. Zoom war auch noch ganz cool, obwohl es dann auch schon so war. Wirklich jetzt schon bei 2 Staffeln gleich so einen gleichen, von den Kräften her, gleichen Gegner machen. Aber ging trotzdem noch gut. Dritte Staffel hat er jetzt mit Flashpoint angefangen und ist eigentlich auch noch ganz gut. Trotzdem finde ich die erste Staffel, zumindest den Gegner am besten und Story-mäßig finde ich zweite Staffel ist jetzt am besten. Trotzdem eine sehr gute Serie und gehört halt ganz stark zu Arrow, zum Arrowverse. Ja. Arrowverse besteht für die, ich will das jetzt eben sagen, für die Leute, die es nicht wissen, Supergirl, DC's Legend of Tomorrow, Constantine, Arrow und The Flash. Und mal gucken, ob in den nächsten Jahren noch mehr dazu kommen. So, dann jetzt auf dem ersten Platz habe ich Daredevil. Mehr die zweite Staffel, aber die zweite Staffel gibt es halt leider noch nicht im Laden, aber ich habe zumindest die erste Staffel. Die erste Staffel war schon sehr gut eigentlich. Aber die zweite Staffel ist noch wesentlich besser, weil der Punisher kommt, der Elektra kommt. Daryl hat durchgehend halt seinen Anzug, sein Kostüm an. Hier ist halt an, ja, Anfangszeit und trotzdem wirklich cool. Matt Murdock,
coole Schauspieler. Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler jetzt genau heißt, aber damals der Film mit Ben Affleck, der hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber der hier ist wirklich cool. Eine große Empfehlung für Marvel-Fans. Und ja, das war's mit meiner Top 10 Liste der besten Superhelden-Serien von Marvel und DC. Und ja, schreibt ruhig in die Kommentare, welche Superhelden-Serien ihr am besten findet und vielleicht auch welche Serien ihr insgesamt gut findet. Jetzt ballern alle Game of Thrones oder Walking Dead rein. Weil ja, ich bin immer offen für neue Serien und ja, man kann nie genug haben, sag ich mal. Ne? Und dann kann ich nur sagen, irgendwo jetzt hier rechts, links werdet ihr das letzte Video finden. Soweit es geht, werde ich natürlich Trailers vielleicht in die Infobox reintun. Muss ich nur gucken, weil es für jede Staffel einen Trailer reintun ist auch ein bisschen doof. Muss ich gucken, ob ich das mache oder nicht. Trotzdem sage ich noch einen schönen Tag euch noch. Ciao.